Servus Schanzer. Heute sind wir hier im Presseraum des FC Ingolstadt im Audi Sportpark. Dort, wo nach jedem Spiel die Pressekonferenz stattfindet. Heute geht es allerdings nicht um die Trainer, sondern um einen Neuzugang des FC Ingolstadt, der vor Saisonbeginn zu den Schanzern gekommen war. Vom FC Bayern München ist er ablösefrei gewechselt, 28 Jahre alt. Andi Görlitz ist bei mir. Servus Andi. Servus, hi. Andi, München und Ingolstadt ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Allerdings die Größe der Stadt ist schon ein bisschen unterschiedlich. Hast denn hier in Ingolstadt schon das eine oder andere nette Plätzchen für dich entdecken können? Ja, bis jetzt noch nicht so viel, nur das Trainingsgelände, hauptsächlich hier das Stadion und ein, zwei Mal in der Stadt beim Essen gewesen. Das ist auf alle Fälle eine Stadt, wo man sich wohlfühlen kann, das habe ich schon gesehen und mir gefällt es hier und ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe, nach Ingolstadt zu gehen. Du hast ja bereits viel Erfahrung sammeln dürfen beim FC Bayern, bei den Münchner Löwen und auch im Nationaltrikot. Beim KSC hast du auch gespielt. Wie kannst du die Erfahrung gerade an die jungen Spieler hier beim FC weitergeben? Ja, ist gerade wichtig jetzt in diesem Jahr. Viele haben noch nicht in der zweiten Liga gespielt, dass man da teilweise einfach ein bisschen Ruhe reinkriegt in das Spiel, weil wir wirklich ein Riesenpotenzial haben an jungen Spielern, die super technisch versiert sind und da braucht man eben zwei, drei erfahrene Spieler in der Mannschaft, die da einfach eine gewisse Ruhe reinbringen, auch mal den Ball halten und nicht immer nur nach vorne spielen. Und ich hoffe, bin zuversichtlich, dass ich das auch umsetzen kann dieses Jahr. Einerseits viel Erfahrung, Andi, aber andererseits natürlich auch ganz schwere Verletzungen, die dich in deiner Profikarriere zurückgeworfen haben. Bitterste Stunde war, glaube ich, das Champions-League-Spiel mit den Bayern gegen Juventus Turin. Was macht man als Profisportler, wenn man so lange Zeit dann außer Gefecht ist? Ja, erstmal war es ja nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Da hört man natürlich, Kreuzbandriss geht von 6 Monaten aus. Dass es dann über 2 Jahre waren, fast 2,5 Jahre bei mir, habe ich zuerst auch nicht gedacht. Es war natürlich dann eine wirklich schwierige Zeit, wo man auch Phasen hat, wo man sich auch mal den Kopf zerbricht, wie geht es weiter, wenn es jetzt nicht mehr funktionieren sollte. Ich habe damals schon den Invaliditätsantrag gestellt nebenbei, hat aber zum Glück wieder funktioniert. Wichtig war in der Zeit für mich einfach Ablenkung zu finden, zum Beispiel durch das Musikmachen, einfach neben dem öden Reha-Alltag irgendwas zu finden, wo man Energie draus ziehen kann oder irgendwas, was einem auch Energie zurückgibt. Und das war die Musik damals und so bin ich auch dann da dazu gekommen. Ihr habt auch eine eigene Band, Room 77 heißt die. Was macht ihr für Musik? Ja, das ist eigentlich ganz einfache, ehrliche Rockmusik. Wir sind schon wieder dran, da ein neues Album aufzunehmen bzw. Songs zu schreiben für das neue Album. Und mit Live-Auftritten ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich der Fußball ganz klar im Vordergrund steht. Aber wenn es die Zeit irgendwie zulässt, wenn Möglichkeiten da sind, dann versuchen wir auch den einen oder anderen Auftritt zu spielen. Wenn man sich über eure Band Room 77 näher informieren möchte, euch gibt es auch im Internet. Ja, genau, unter www.room-77.com kann man sich die Songs teilweise anhören und ein paar Informationen noch sammeln über uns. Was macht Andi Görlitz außer Gitarre spielen und die Bühnen rocken, wenn es die Zeit erlaubt, sonst noch? Ja, viel Zeit bleibt da dann nicht mehr. Wir sind ja mit dem Fußball viel unterwegs und da noch die Musik. Ich habe auch ein kleines Studio bei mir zu Hause, da werde ich jetzt demnächst auch wieder viel zu tun haben mit dem Aufnehmen. Von dem her, Freundin habe ich auch noch, da ist die Zeit gut ausgefüllt. Wenn es dann so Richtung Spiel geht in der zweiten Bundesliga, du sitzt im Mannschaftsbus, es geht Richtung Stadion, gibt es da von dir ganz speziell ein Ritual, wie du dich auf eine Partie vorbereitest? Also im Bus selber ist es so, dass jeder seine Kopfhörer im Ohr hat und seine Musik hört, um sich aufs Spiel einzustimmen. Und in der Kabine im Stadion dann ist es so, dass wenn man ein Spiel gewonnen hat, dann zieht man gern mal den gleichen Schuh, den man bei der Partie als Erster angezogen hat, nochmal als Erstes an. Und ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr oft der Fall sein wird. Dazu wünsche ich mir alles Gute. Dankeschön, Andi Görlitz. Für dich, für diese Saison, alles Gute beim FC Ingolstadt. Vor allem verletzungsfrei. Und damit wieder zurück zu dir, Italo, ins Stadion.